Hi, hallo und herzlich willkommen zurück zu Klonoa. Das letzte Mal war es ein bisschen unerfreulich. Ist auch schon eine Weile her, deswegen erwähne ich das nochmal. Und jetzt sind wir am Tempel der Sonne. Entschuldige, ich glaube nicht, dass ich... Ich glaube nicht, dass ich dahin gehen kann, wo du hingehen willst, mit meinem Körper. Ist schon in Ordnung. Dank dir. Nun gut. Wir werden eine Weile weg sein. Klonoa, pass auf dich auf. Das werden wir. Und hier sehen wir auch schon, warum Pamela uns nicht weiter... weiterhelfen kann, weil du passt sie gar nicht durch. So. Ach, das war das. Also, das ist der Tempel der Sonne. Wow, was für ein Ort. Klonoa und... Hupo, richtig? Wir haben gewartet. Was hat... Warum seid ihr so spät? Ah, da oben. Und ihr seid? Ich bin der Priester Solare von Koronia, dem Tempel der Sonne. Und das gleiche gilt für mich, Solail. Moment. Dazu habe ich schon eine Let's Play gemacht, haha. Willkommen. Es ist spät. Sie wussten, dass wir kommen? Ich frage mich, wieso. By the way, habt ihr eine Gruppe seltsamer Gestalten gesehen, die hier vorbeikamen? Ja. Sehen Sie sich das an. Seht euch das an. Diese vier Podeste. Ein Orb. Wie übersetzt man Orb? Eine Kugel. Muss auf jedes dieser Podeste platziert werden, damit die Tür sich zum Altar sich öffnet. Brauchen Kugeln. Aber diese Kugeln. Aber diese Kugeln wurden von den Gefolgsleuten von Gardius weggenommen. Ohne Erlaubnis. Unglücklicherweise sind wir nicht gut im Kämpfen. Du meinst, wir sind Weicheier. Bitte. Kannst du uns helfen, die vier Kugeln zurückzubringen? Du glaubst, du bist stark genug? Töllig. Wir bitten dich. Get nasty if you fail. Okay. Wir werden böse, wenn du versagst. Wartet mal eine Minute. Was machen wir jetzt? Was wir machen? Wir müssen es machen. Yep. Genau so sieht's aus. Und aus diesem Grund gehen wir jetzt hier runter. Und sehen schon hier. Wir haben vier Wege. Wo waren die anderen zwei nochmal? Egal. Gehen wir erstmal hier hin. Ach so, Rot und Blau gibt's hier. Tut das gut, wieder Klonoa zu spielen. Und, ich glaube... Komm her! Ups. Okay, hier ist die rote Kugel. Rein.
Oh, mal her hier, den Checkpoint. Gib her! Komm her. So. Was? Komm jetzt her, lass dich greifen und nach hinten schmeißen. Whoopsa! Okay, reicht. So, genau. Was Crash angeht, ich hatte vergessen, wie schlecht... Okay. Wie schlecht der zweite Teil, wie schlecht der PS2-Teil ist. Was? Oh, bitte, jetzt muss ich echt... Nein! So. Und ich weiß nicht, ob ich das Spiel, ob ich mich durch dieses Spiel durchquäle. Weil, sorry, der erste Boss war schon nervig ohne Ende. Und der zweite, das funktioniert die Detection so, mal so gar nicht. So. Nein, nein, da. So, komm jetzt. So, und jetzt sehen wir nämlich hier. Dafür haben wir vorhin die ganzen Dinger. Oh Gott. Das war schlecht. Aber war eine schöne Todesszene. ja. Dafür haben wir die Dinger vorhin umgeschmissen. Komm her! Dann halt dich. Egal, kann ich hier eh nicht mitnehmen. Komm her! Jawohl! Und nochmal. Und deswegen bin ich echt, ehrlich gesagt, eigentlich gar nicht so viel. Hallo? Das war doof. Whoops. Ich meine, es scheint euch auch nicht so wirklich zu interessieren, das Spiel. Insofern denke ich, das ist nicht verkehrt, das ist nicht schlimm, wenn ich das Projekt einfach einstelle, weil jetzt aber mit Konzentration hier so ein bisschen. So. Darauf. Ich meine, schwer ist es hier nicht eigentlich. Upsa! Wow, das hat sich mal so gar nicht gelohnt. Komm mal mit. Oh, kann ich gar nicht. Euch kann ich nicht mitnehmen. Verzieht euch. Aber dich kann ich mitnehmen. Oh, 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 oh. Jetzt? Ah, ich glaube, ich weiß. Whoops. Egal, durch. Jetzt. Komm her. Aber ich will doch noch...
Okay. Das war nicht der Weg. So, jetzt muss ich da nochmal rein und gucken, wie ich den blauen Weg finde. Da komme ich nicht lang. Aber da unten kann ich... okay. Gesehen. Dann machen wir jetzt mal den blauen Weg. Right? Ja, ich muss ganz ehrlich... Komm her. Auch wieder nicht mitnehmen. Genau. Was? Ich dachte, die Plattform... Oh, die Plattform war im Vordergrund. Okay. Jetzt verliere ich da erstmal... Jetzt verliere ich erstmal wieder ein paar Leben. Das ist ja nur zum ersten Mal. Ah, das sind alles nur Speedrun-Spreads. Ah, jetzt sehe ich's. Ja, ich war ein bisschen zu schnell. Hi. Bitte einmal in die Richtung. Oh oh. Ah, gut. Ja. Es ist teilweise echt schwer zu sehen. Oh Gott! Was mache ich denn? Ich hätte ihn direkt abschießen sollen, ganz ehrlich. Okay, jetzt richtig. Tut mir leid. Ansonsten, was ist passiert? Ja. Wie gesagt, es gab eine längere Pause. Ich bitte Sie zu entschuldigen, aber das hatte berufliche Gründe und gesundheitliche Gründe. Ich war zwischenzeitlich jetzt schon zweimal krank in diesem Jahr. Und beziehungsweise zweimal in diesem Jahr? Nee, kann gar nicht sein. Na egal, ich war auf jeden Fall jetzt die letzten Tage krank gewesen. Und hinzu kommt, dass ein Job seit November habe, den ich eigentlich sehr gerne mache, nicht nur eigentlich, den ich sehr gerne mache. Und dementsprechend ist damit verbunden auch wieder einiges neu lernen und sich Gedanken machen. Was? Komm her. Und geh weg. Hä? Hallo? Nimmst du? Nimm bitte die Kugel. Nimm die Kugel. So. Leute. Ich habe hier ein Problem. Hä? So. Ach, da hinten waren wir vorhin. Sehr gut. Also haben wir den Kram, den wir vorhin im Vordergrund gesehen haben, jetzt auch eingesammelt.
Jetzt fehlen noch grün und gelb. Und dann haben wir den Teil hier auch geschafft. So, rauf auf die Plattform. Gelb und grün sind beide hier. Und ich habe einen Schluck auf. Passend zur Aufnahme. Natürlich. Wo fährt mich das jetzt hin? Einfach nur runter? Ja, springen können. Ja, komm. Ja, genau so wollte ich das machen. So, haben wir da den Schalter schon mal umgelegt. Hallo? Danke. So, welchen machen wir jetzt als erstes? Ich würde sagen, wir nehmen den grünen als erstes. Warum? Einfach so. Achso, im Hintergrund ist er. Schauen wir uns mal hier kurz um. Ui, wir haben wieder ein Leben dazu bekommen. Komm her jetzt. Ah, nicht runterfahren, bitte. Nicht runterfahren, bitte. Stehst da so an der Kante. Ah, komm her. So. Kommen wir hier rein. Hier einen Schalter umlegen. Geht da... Meine Güte. Ach so. Gehen wir den schnellen Weg. So, holen uns mal das halbe Herz wieder, was wir verloren haben. Nein! Den will ich auch haben. Ach, so. Gut, haben wir die grüne auch. Jetzt fehlt nur noch die gelbe. Und noch ein Bewohner. Bewohner. Wie die immer so schön bei Smash Brothers sagen. Was? Was bitte sollte das jetzt? Ich habe nicht weiter gedrückt, der ist einfach weggerutscht. 2 Kilometer. Egal. Ja, wir haben nur 17 Leben. Bitte. Und es kommt nur, danach kommt, glaube ich, nur noch ein Level. Das ist dann der Mondpalast. Oh, nicht spoilern. Jetzt ist er stehen geblieben. Okay. Wir brauchen die gelbe Kugel, ja. Ist der Schalter noch umgelegt? Ja, die Tür ist noch offen, ne? Ja. Oh,
Komm mal her. Danke. So, wir gehen einfach hier lang. Hinten sehen wir schon die gelbe Kugel. Ja. Oh Gott. Das war schon schlecht. Komm runter. Komm runter. Und leben. So. Oh, Schande. Unten wollte ich doch gar nicht hin. Egal, weiter. Komm her. Nein, komm her. Boah, lass sie doch greifen. Danke. Das war schlecht. Okay. So. Ha. Ja, komm her. So. Haben wir. Aua. Das habe ich zu spät gesehen. Haben wir alle Bewohner befreit, alle Orbs eingesammelt und die Tür zum Boss. Zum Boss öffnet sich. Manchmal rutscht der ganz seltsam. Habt ihr gerade auch gesehen, ne? Da. Okay. Aufzug aktiviert. Wow! Noch genau. Gut gemacht. Nicht schlecht. Der Weg zum Altar hat sich geöffnet. Der Hohepriester wird sicherlich sehr happy sein. Sehr glücklich. Sehr glücklich. Du hast unsere Erlaubnis. Was nun? Eine Sonnenfinsternis? Ist das irgendeine Art von Witz? Gadius. Er hat das Mondamulett. Obviously. Offensichtlich. Das war das Wort, was ich suchte. Gadius? Der dunkle Geist Gadius ist verflucht von Albträumen. Er ist erwacht von einem 3000-jährigen Schlaf, dass die Leute auch immer bei Spielen immer mit Zahlen so übertreiben müssen. Egal. Und nun sucht er nach Rache. Hat wohl schlecht geschlafen. In anderen Worten, Mr. Böse in Person. Es ist immer noch Zeit. Geh zum Altar, bevor das Siegel gebrochen wird. Was wartest du? Und was ist mit euch? Wir sind Pazifisten. Wir sind Weicheier. Geh ins Licht. Es wird dir nicht wehtun. Oh, doch kein Boss. Gerettet. Die Musik vervollständigt sich immer weiter.
Und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte ihn. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Auf dem Weg zum Tempel. Bis dahin, auf Wiedersehen.